Hallo WPU. Ja, ich sage extra WPU, beziehungsweise Hallo WPU, weil das wohl allmählich ein Markenzeichen geworden ist. Hallo WPU. Schöne Grüße nach CO2R zu dem Forum. So, hier ein kleiner Battle, Pfannschießen. Und zwar mit zwei Pistolen. Einmal der Sig Sauer von GSG, MPX. Und einmal mit der Legens S40. Ja, S40. S60 ist im Grunde dasselbe, weil der S60 ja den S40-Lauf hat. Also schieße ich quasi mit der S40, obwohl es ja auch eine S60 sein könnte. Das mal zur Logik. Ich werde auf diese Dosen schießen. Hundefutterdosen, recht stabil. Das sind diese großen, etwas größer als die Ravioli-Dosen. Geschosse sind dann die Skenko, Oren Stinger und die RWS Hypermax Sinn. Die CO2-Kartusche, die große, ist ungefähr jetzt einen Monat in der MPX drin. Ich habe gerade noch ein paar Probeschüsse gemacht, geht immer noch. Guti, schauen wir mal. Fangen wir mal mit der MPX an. Da die MPX eine sehr gute Zielgenauigkeit hat mit den RWS Hypermax Zinn, werde ich auch zuerst damit schießen, weil in dem Magazin noch RWS Hypermax Zinn drin sind. Danach kommen dann die Skenko Orange Stinger High Velocity Field Pellets. So, Distanz sind so gefühlte 8 Meter. Linke Dose mit den RWS Hypermax Zinn und der MPX von Sig Sauer. Auf geht's. So, schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Ja, vorne einwandig, doppelwandig. Huch, war doch mehr CO2 drin, als ich dachte. Also, das geht ja wunderbar mit den RWS Hypermax hin. Und hier hinten auch noch Löcher drin. Na toll, kann ich mir wieder welche von Teddy neue holen. Alles klar. Gut, das war erstmal das Schussergebnis. Also hinten doppelwandig. Und naja. Also die hat ganz schön Kraft. Die hat mehr Kraft als die MPX, die ich vorher hatte. Das muss ich gleich dazu sagen, komischerweise. Ja, das ist die Second Generation. So, dann schießen wir jetzt gleich mal mit den Skenkos. Da stelle ich aber eine zweite Dose dahinter, aus Sicherheitsgründen. So, nun mal gefühlte 20 Schuss mit der MPX von Sig Sauer und den Skenko und Stinger auf die Dose. Ich habe noch eine zweite dahinter gestellt. Mal schauen. So, wieder ein paar Schuss auf die stabile, sehr stabile Hundefutterdose. 8 Meter. So, die Kartusche lässt schon ein bisschen nach. Ja, aus dieser Waffe kriege ich leider nur so um die 120, 130 Schuss raus. Dafür ist halt stärker als das Vorgängermodell, das ich hatte. Hatte ich bei GSG zur Reparatur gebracht, ist aber dann getauscht worden komplett. So, schauen wir mal das Ergebnis hier von den Skenkos. Ja, die Kartusche hat schon ziemlich nachgelassen. Ja, sehr gutes Ergebnis. Eindeutiges Ergebnis, doppelbandig und teilweise dreiwandig auf 8 Meter. Also, wenn die Kartusche voll gewesen wären die Skenkos auch dreiwandig durch diese Hundefutterdosen gegangen. Hatte ich schon mal im Vortest. Ja, ganz ordentlich. Ja, und präzise ist sie im Grunde auch. Ich habe immer so ein bisschen hoch und runter geschwenkt, ne? Also, mit offener Visierung geht die MPX recht gut.
So, und jetzt nochmal 6 Schuss mit dem S40 Legens von Umarex, bestückt, auch mit den Skenco Stinger. Ja, wundert euch nicht, dass die Griffschale hier daneben liegt, die ist mir gerade beim Anstechen der Kapsel einfach so abgefallen. Deutsche Wertarbeit. Nur mal das dazu. Jo, 6, 8 Meter. Mal schauen, was passiert. Ach so, deutsche Wertarbeit ist das ja gar nicht. Ist ja nur deutscher Vertrieb. Das Ding kommt ja aus Xing Shang Chong. So, ich mache da 8 Schuss im Single-Action-Modus. Bin ich ein Dummerchen? 6 Schuss, ne? Habe ich doch gesagt, oder? Ja, die Skenkos sind teilweise sehr ungenau. Ich hoffe, dass ich auf 8 Meter die Dose treffe. So, jetzt gehen die Skenkos unerwarteterweise in der Legens S40 so genau, dass ich zu viel Loch in Loch treffe habe. Ich mache nochmal 6 Schuss. So, das war schon mal ein bisschen besser. Also, ich muss sagen, für den Dia-Hülsenrevolver ist der Legens von Umarex S40 Legens also recht kräftig. Muss ich schon sagen, hatte ich schon in den Vortests gemerkt. Ich hatte auch schon mal dreimal hintereinander eine frische Kapsel eingeschraubt, angestochen und sofort wieder rausgenommen. Die Dichtungen sind aber auch sehr haltbar. Ist nichts passiert. Also, die hat jetzt um die, weiß nicht, 500, 600 Schuss ungefähr rum. So, gucken wir das Ergebnis mal an. Ja, einwandig, ganz klare Kiste. Da hat er keine Bange vor. Und ja, da wo es Doppel ist, da wo ein Austritt ist, das war hier vorne, das waren Mehrfacheinschüsse. Also mit dem Skenco und dem Stinger einwandig. Oh, nicht schlecht. Hätte er wirklich einen richtigen 6 Zoll Lauf, würde er bestimmt auch die Dosen doppelbandig lochen. Ja, und da hätte die MPX doch ein gewisses Nachsehen. Schon preislich gesehen, weil die MPX wesentlich teurer ist. So, das war's. Danke fürs Zuschauen. Danke der Firma Teutenberg für die freundliche Leihgabe. Und ich grüße alle WPU-Nutzer. Okay, tschüssikowski.